meine Freunde der gepflegten Motorradunterhaltung. Ich fahre heute mit gar keinem, sondern alleine zum Kollegen. Da treffen wir uns ein paar Leute und fahren dann nachher weiter zum Kanal nach Lüdinghausen. Und da ein bisschen rumgammeln, weil es sind einfach mal 30 Grad. Und dann brutzelt die Sonne nebenbei noch und einfach nur krass, übertrieben geiles Wetter. Es ist richtig heftig, da soll die nächsten Tage einfach mal noch krasser werden. Irgendwie bis zu 38 Grad im Laufe der nächsten Tage, wird einfach, ne, das geht mal gar nicht, ey. Da ist halt selbst in Schutzkleidung zu fahren, ist so ein Bullshit. Also Bullshit ist es nicht, aber es ist einfach unnormal warm. Das einzig Gute ist bei so einem Wetter, du hast die Karre so schnell warm gefahren, das ist geil. Einfach nur geil. Ah, Polizei, ey, toll. Jetzt muss ich extra langsam fahren oder was? Ey, scheiße. Scheiße. Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche oder so ähnlich. Ich habe richtig gute Laune. Ich weiß auch nicht warum. Filmt meine Kamera? Ja, die filmt. Natürlich filmt die. Das GoPro Power, Alter. Das läuft. Wir fahren jetzt zu meinen Kollegen, sammeln uns da und dann fahren wir nachher weiter. Und ich habe alle meine Sachen, also ich fahre nur mit unserem Backpack, da habe ich zu trinken drin. Mega geiles Ding, checkt das mal aus, und in der Beschreibung ist unser Merch-Shop oder mein Merch-Shop. Hoodies, ja gut, Stoffbänder, ne, hier, zack, bam. Hammer geil. Das andere kriegst du nur beim Big Bike Meet, sei nächstes Jahr da, wir sind auch da, sehr wahrscheinlich. Also ich und ein paar Kollegen. Ja, mega geil bei den Hoodies, einfach mal diese Taschen hier. Also das eine so eine Reißverschlusstasche, da habe ich alles drin. Portemonnaie, Handy, alle wichtigen Sachen, so. Keine Ahnung, im Rucksack jetzt so unnötige Sachen. Trinken oder sowas, ne. Weil, weiß nicht, ich will das lieber an mir dran haben, als hinten auf dem Rucksack. Weil der Rucksack, der kann mal flöten gehen. Also was der eigentlich nicht tut, aber man weiß ja nie, ne. Ansonsten mega geil Hoodies, check die mal aus. Könnt ihr auch ruhig einkaufen, hätte ich nichts dagegen. Mega geile Scheiße. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir gut durchkommen nach Sülm. Mein Kollege, der wohnt in Sülm. Oder wo wir uns gleich treffen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Bestimmt. Und hier 70. Hier blitzen die mal richtig gerne. Hier stehen die oft. Hier in der Ecke, Alter. Letztens standen sie da hinten. Da ist auch so ein komischer Holzhaufen. Richtig fies dahinter. Also die denken sich manchmal Verstecke aus. So, ey, das habe ich auch noch nicht gesehen. Oder hier alle. Ja, so typische Einfahrten halt, ne. Aber wenn man weiß, dass die öfter blitzen, dann fährt man ja automatisch schon langsam. Ich verstehe auch nicht, warum hier keine 100 sind. Wahrscheinlich, weil hier einfach zu viele Unfälle passiert sind. Da vorne ist auch so ein komisches Totenkreuz und sowas. Vielleicht deswegen, weil das ist außerorts und dann hier 70, keine Ahnung. Die Straßen gehen auch voll klar hier. Und hier ist der Holzstapel, wo die mal standen. Ich habe Bock auf einen freien Fahrstreifen hier oder links. Dann kann ich gleich nämlich überholen. Weil das ist mir eindeutig zu langsam. Alter, wir fahren hier 41 außerorts, wo eigentlich 100 ist. Das gibt's doch nicht, ey. Weil da vorne wieder irgend so ein Spasti, die so langsam fährt, irgend so ein Opi. Aber gleich an der Ampel, da dränge ich mich vor. Es sei denn, ich bin bis dahin schon ganz vorne, aber ich glaub's nicht. Da vorne war ja die Polizei, da muss ich jetzt gleich ein bisschen aufpassen. Habe ich ganz vergessen. Lol. Wobei ich darf das ja eigentlich hier überholen. Nicht keine durchgezogene Linie, das geht ja voll fit. Aber ich will jetzt nicht so einfach dran vorbeifahren, wenn jetzt Polizei steht. Da ist doch Polizei, ne? NRW oder was ist da? Hamm, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch irgendwie so BAG oder ich weiß nicht. Sieht auf jeden Fall nach so einem Polizeiding aus, ey. Da fahre ich lieber mal ein bisschen chilliger, als wenn ich da dran vorbeiheiz wie so ein Berserker und die mich dann nachher noch anhalten. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Boah, ich bin heute totales Vorbild. Ich habe kurze Hose an und einen Pullover, noch nicht mal einen Brustpanzer drunter. Also macht mir das nicht nach. Scheiße, aber das ist einfach viel zu warm. Mit irgendwie langer Hose, Brustprotektor würde ich eingehen. Da hatte ich allein schon gar keinen Bock, Motorrad zu fahren. Habe ich mein Handy noch in der Tasche? Ja, habe ich, gut. Kennt ihr das, Alter? Ihr habt euer Handy so irgendwo in der Tasche und checkt die ganze Zeit, ob ihr es verloren habt.
Und dann denkt ihr manchmal so wirklich, ihr habt es verloren, weil es dann irgendwie in der Hose voll weit links sitzt oder rechts oder keine Ahnung. Ist voll behindert, aber kriegt man immer so einen richtigen Schock, wenn man merkt, so man hat irgendwas verloren. Das ist richtig, richtig krass. Ganz ehrlich, ne, solche Senioren, ne? Wieso fahren die verdammte Kacke dann? Warum fahren die nicht auf den Bürgersteig, Alter? Das ist doch. Ich check's nicht, Alter. Ich versteh's einfach nicht. Die halten den ganzen Straßenverkehr auf. Genau wie so teilweise, ja, ich weiß, dass manche Roller fahren auch teilweise aber so Roller, ne? Die fahren dann ihre 50 km/h und das ist einfach voll die Verkehrsbehinderung, so, ne? Also ist meine Meinung. Weil die fahren auf der Straße. Und du kannst dann einfach nicht mit dem Auto dran vorbeifahren. Oder du kannst dran vorbeifahren, aber allein schon dieses Ausscheren oder so, das ist ja ein, ich sag mal, ein erhöhtes Unfallrisiko oder ein erhöhteres Unfallrisiko, als wenn du einfach stinknormal geradeaus deinen Weg fährst. Weil du immer diesen Roller hast, dann staut sich dahinter alles. Die Leute wollen überholen und bei so einem Überholvorgang kann auch mal schnell was in die Hose gehen, ne? Wir fahren jetzt noch zum Kollegen und gucken, ob der mitkommt. Wir müssen noch ein paar Leute einsammeln. Und treffen uns nachher noch beim Real, kaufen ein bisschen Grillzeugs ein. Ich will mein Mikro wieder festmachen. Kaufen ein bisschen Grillzeugs ein und dann geht's weiter. Mr. Kollege will lieber schlafen, anstatt mit uns an den Kanal zu fahren. Auch nice. Jetzt mal gucken, jetzt holen wir irgendwie Grillfleisch oder so. Vielleicht fahren wir gar nicht mehr zum Kanal, sondern grillen einfach nur so und rauchen eine runde Pfeife. Alter, ich rutsche hier runter. Das ist doof. Warum fahre ich hier eigentlich runter? Ich habe keine Ahnung. Erstmal zu Freddy und dann mal gucken, wo wir hinfahren. Ah, die Oma hat richtig Arschwasser. Den richtigen Fleck in der Oma, das ist eklig. Warum gucke ich da oben auf den Arsch? Ich weiß es auch nicht. So. So, wir haben jetzt gerade gegrillt. Ich weiß gar nicht, bis wo ich gefilmt habe. Und jetzt verpisse ich mich nach Hause. Ich weiß gar nicht, wie ich hier wegkomme, Alter. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ich fahre jetzt einfach mal hierher. Ich weiß nicht, ob ich richtig fahre. Was gab's? Eine Wurst und einen Nacken habe ich mir gegessen. Mehr nicht, weil ich hatte vorhin schon. Ich glaube hierher. Jetzt ab nach Hause. Ich hoffe mal, da ist irgendwas zustande gekommen bei dem Vlog heute. Von meinem ganzen Bullshit-Gelaber und was weiß ich nicht was. Ja, dann. Ich würde einfach mal vorschlagen. Ein bisschen abruptes Ende so. Aber ich würde sagen, dass wir uns dann einfach im nächsten Video wiedersehen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.